Frau Andres, Sie leitet die Geschäftsstelle von Benevol Zürich Oberland. Auf beneveljobs.ch kann man unter Coronavirus sich als freiwilliger Helfer oder hilfesuchende Organisation anmelden. Was ist überhaupt Beneveljobs? Also Beneveljobs ist eine Plattform, die es schon länger gibt und ja, funktioniert eigentlich so ein bisschen wie ein Markt, kann man sich das vorstellen, oder eine Messe. Und da können sich Organisationen präsentieren und können auch Einsatzmöglichkeiten ausschreiben. Und Leute, die ein Interesse haben an einem freiwilligen Engagement, können dort durchlaufen, können sich die Organisationen anschauen und entweder sich gerade so auf einen Einsatz bewerben oder sie können auch selber sagen, sich präsentieren, sagen, ich hätte Lust für einen Einsatz in dem und dem Bereich. Wie Unternehmen sind denn das, die die Möglichkeit haben, sich anzumelden, wenn sie Hilfe brauchen? Also es ist ja so, dass grundsätzlich können sich auf dieser Plattform Organisationen, Non-Profit-Organisationen und Vereine anmelden. Und bei der Ausschreibung ist einfach wichtig, es ist wirklich ein Einsatz ohne Geld, unbezahlt. Ja, wenn ich mich jetzt für anmelden als Freiwillige, müsste ich spezielle Qualifikationen mitbringen? Nein, überhaupt nicht. Also kann sich jeder und jede. Wichtig, denke ich, ist, dort im eigenen Profil aufzuzeigen, was kann man, was möchte man, was liegt einem, damit man auch nachher zu dem Einsatz findet oder gefunden wird. Also das geht eigentlich, dass man dort auch sagt, was kann man, was hat man für Talent und die dort platziert. Aber es gibt keine Bedingungen. Was ist denn jetzt aufgrund von der aktuellen Situation neu? Ja, neu ist, oder, wo die Krise gekommen ist, hat man sich gefragt, wie andere auch, wie können wir unsere Plattform vielleicht öffnen für den Moment. Und wir haben das so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir es in dieser Situation so, dass Organisationen kostenlos können, weil normalerweise kostet das für Organisationen, etwas auszuschreiben, dann, dass man das kostenlos macht in dieser Situation und ein Vermerk Pandemie hilft, dass Leute, die dort etwas suchen, sehen, oh, da ist aktuell Bedarf und andererseits aber auch Freiwillige können einen Vermerk eintragen, die können sich immer gratis eintragen auf dieser Plattform, aber dort Vermerk machen Pandemiehilfe, dass man sieht, oh, die würden jetzt gerade zur Verfügung stehen. Okay, wie haben denn die Leute reagiert jetzt auf die Möglichkeit, Hilfe anbieten zu können? Also ich finde, wenn man sieht, was entstanden ist jetzt da in der letzten Zeit, das ist ja gewaltig, oder? Also man hat eben die Bereitschaft oder Solidarität oder sich Unterstützung zu bieten, die finde ich, hat man gesehen, da auch im Oberland, es sind diverse Initiativen entstanden. In den letzten 3 Wochen haben sich, glaube ich, also so mit meinem Wissensstand rund 850 Freiwillige registriert auf dieser Plattform. Und das wäre eigentlich auch so mein Wunsch, dass die da präsent bleiben, dass auch die Organisationen sich registrieren, dass nachher, wenn dann wieder Einsatzmöglichkeiten möglich sind, dass das auch genutzt wird. Wie sieht es denn aus im Moment mit den Prioritäten, wenn Sie die Helfer koordinieren? Ja, also im ersten Schritt, wo ja so viel entstanden ist, ist es mal überhaupt darum gegangen, sich so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, was entsteht da. Dann sind es Prioritäten gewesen, bestehende Mittel, auch mal schauen, was können wir jetzt als Organisationen machen. Und dann, denke ich, geht es aber eigentlich auch darum, dass man in dieser ganzen Situation gesagt hat, hey, fragt eure Nachbarn, was kann ich für dich machen? Umgekehrt, kannst du mir etwas helfen? Weil das finde ich auch längerfristig etwas, was ganz zentral ist in dem Bereich des freiwilligen Engagements. Weil was man zum Beispiel weiss, ist, dass von den Leuten, die sich das ganze Jahr durch freiwillig engagieren, also das regelmässig oder einfach immer wieder machen, dass rund 68% von denen engagieren sich, weil sie mal gefragt worden sind. Möchtest du dich engagieren? Willst du nicht mitmachen? Wir haben es lässig. Und auch eben interessant, von denen, die sich nicht engagieren, die jetzt nichts machen, sind 80% noch gar nicht gefragt worden, willst du dich engagieren? Und in dem Sinne ist es so ein bisschen, ja, wäre es einfach schön, wenn wir das jetzt auch nutzen können, die Bereitschaft auferhalten für Einsatz, oder? Also das, denke ich, das wäre ganz wichtig.